another shift, please. Yeah, so. Ganz sanft. Kollege Ralf vom Motorrad, die ersten Turns sind wir gefahren hier in der spanischen Mittagssonne. Wie ist jetzt so dein Eindruck nach den ersten Runden mit der neuen G6R600? Also echt ein guter Eindruck. Ich bin vor allem sehr beeindruckt von dem Motor, weil der sehr ruhig läuft, weil er schön ins Gas geht in der Kurvenmitte. Und gerade deswegen, weil die Serienreifen, die drauf sind, die ja eigentlich Straßen- und keine Rennreifen sind, da ein bisschen heikel sind, wird man da sehr sensibel. Ne? Wenn man so anzupft, das Gas, möchte man schon, dass das einigermaßen sanft und wohldosiert geht. Und da, das hat mir sehr gut gefallen. Und die G6R hatte ja immer den Ruf, auch ein gutes Straßenmotorrad zu sein. Oder anders formuliert, das geringere Übel unter den Japanern auf der Straße. Jetzt ist die G6R 600 doch ein bisschen radikaler geworden durch die 9 Kilogramm. Wie denkst du, wie wird sie sich auf der Straße fahren? Also ich denke, dass die 9 Kilogramm da nicht schaden werden, im Gegenteil. Es ist ja auch so, dass das Motorrad deutlich kürzer geworden ist. Man sitzt etwas näher am Lenker dran und das schadet sicherlich nicht, wenn es darum geht, dass man auf normalen Straßen den Überblick behält und das Handling dann schön angenehm halt auch so genießen kann. Hallo Kollege Robert vom PS, dem Sportmotorradmagazin. Wie waren deine ersten Runden hier? Sportlich genug, die neue G6R? Also die neue 600er von Suzuki ist ein absolut bombiges Motorrad geworden, muss man sagen. Die Handlichkeit überrascht. Es wurden 9 Kilo runtergebaut, also abgespeckt im Vergleich zum Vorgängermodell. Und das ist spürbar, wirklich spürbar. Das Motorrad biegt nicht jetzt auf Wimpernschlag ab, aber es ist super handlich einfach. Der Motor hat eine schöne lineare Leistungsentwicklung bis 10. Darüber legt er nochmal ein paar Schippen drauf. Und das ist wirklich ein richtig schönes, lustiges Spaßmotorrad. So meinst du, dass die Supersportklassen, die ja bisher von der R6 dominiert worden sind, jetzt da ein bisschen mehr farbige Abwechslung reinkriegen? Also man muss ja so sehen, die R6 ist mittlerweile 4 Jahre alt, die CBR 600 ist im 5. Jahr. Das Packaging, also sprich das gesamte Paket von der G6R 600 fühlt sich jetzt im Serientrim schon sehr vielversprechend an. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem engen IDM Supersportreglement dieses Motorrad, wenn man das entsprechend ordentlich herrichtet, sehr gute Chancen hat, ganz vorne mitzufahren. Sehr gut, ja. Apropos vorne mitfahren, der spanische Kollege hat mich vorher ganz schwer da quer ausgebremst und ist dann zu dir aufgeschlossen. Ich habe da nur noch Staub gesehen im Kiesbett. Was war da los? Ja, ich habe es halt nicht tolerieren können, dass mir ein Spanier in seiner Heimat auf seiner Lieblingsstrecke überholt. Ich habe einfach mal einen Ellenbogencheck gemacht mit rechts, also mit dem linken Ellenbogen auf seinen rechten Bremshebel. Das hat dann der gute Vorderradreifen auch nicht so abkönnen und dann lag er halt auf der Gosch. Tut mir echt leid, aber mich überholt man halt nicht. Und wie war es wirklich? Also der Kollege ist sehr forciert über die zweite blinde Kuppe gefahren, hat noch eine Korrekturbremsung gemacht. Also ich war vielleicht 10 Meter hinter, ich habe kurz das Bremslicht gesehen und dann war er schon auf der rechten Seite und hat ins Kiesbett beschleunigt. Daher dann auch der Staub.